Sie haben die ganze Welt bereist. Sie könnten eine Schneiderei haben, überall, wo es Ihnen gefällt. Und doch sind Sie hier. Es spielt keine Rolle, wo ich bin. Hab meine Schere. Was braucht ein Mann schon abgesehen von seiner Schere? Das ist keine Kunst. Das ist ein Handwerk. Man kann nichts Gutes erschaffen, wenn man nicht weiß, wer seine Kunden sind. Erlauben wir all unseren Kunden Briefkästen im Hinterzimmer? Wenn wir nur Engel als Kunden bedienen würden, hätten wir bald gar keine mehr. Bitte, meine Herren, ich will keinen Ärger. Du hörst jetzt gut zu. Da draußen sind 1000 Bullen auf der Jagd nach dem hier. Und wenn sie ihn in die Finger bekommen, fange ich an zu schießen. Kannst du mir folgen? Zu allem Übel sind da draußen auch noch eine Menge Gangster hinter ihm her. Und wenn die ihn finden, fangen die an zu schießen. Kannst du mir folgen? Ich möchte nur nicht hineingezogen werden, was immer sie auch tun. Du weißt doch ganz genau, was wir tun. Wow, volles Haus heute, hä? Hast du schon mal von The Outfit gehört? The Outfit? Es ist das Netzwerk jeder ernstzunehmenden Crew, von Santa Monica bis Coney Island. Heute haben sie uns eine Nachricht geschickt. Mein Freund, sie verheimlichen etwas. Ich brauche das Tonband, Kumpel, und zwar sofort. Wieso versuchst du nicht, es dir zu holen? Gentlemen, das wird eine lange Nacht. Fleck ihn zusammen. Was? Kann ich nicht. Fleck ihn zusammen. Du musst mir sagen, was heute Abend hier wirklich passiert ist. Jetzt. Du hast 5 Sekunden, um mir zu sagen, was passiert ist. In die Truhe. Was? In die Truhe und nimm seine Arme und ich muss 2 Leichen verstecken. 5? Es gibt viele Dinge über mich, die du nicht weißt. 4? Wo ist das Tonband, Francis? 3? Ich sage ihm die Wahrheit. Wenn man die Nacht überleben will, sieht man ihn direkt in die Augen und tut so, als gehöre man dazu. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ich sehe Mark Rylance sowieso gerne, ein toller Charakterdarsteller. Graham Moore gibt hier sein Regiedebüt. Der hat unter anderem einen Oscar bekommen für sein Drehbuch zu The Imitation Game. Und damit war es der Trailer zu The Outfit, Verbrechen nach Mars, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 2. Juni 2022 in die deutschen Kinos bringt. Drama, Thriller und Krimi. Und erzählt die Geschichte von Leonard im Jahr 1956 in Chicago. Der war vorher in der Savile Row in London jemand, der Marsanzüge geschneidert hat. Eine sehr bekannte Straße, der besten Schneider der Welt unter anderem. Aber aufgrund eines persönlichen Schicksals bzw. einer Tragödie verschlägt es ihn nach Chicago. Einer, der überall seine Schneidereien aufmachen könnte, betrifft oder betreut oder begründet dort eine kleine Schneiderei. Und in Chicago können sich aber nur diejenigen solche Kleidung bzw. solche maßgeschneiderten Dinge leisten, die in der kriminellen Unterwelt zugange sind. Und somit wird Leonard in eine Welt hineingezogen, in der, wie wir sehen, unter anderem Briefkästen in Hinterzimmern existieren, aber ja nach und nach auch Geheimnisse weiß. Aber da Diskretion für ihn ein großes Thema ist, scheint er dafür perfekt geeignet zu sein. Ich finde vor allem, dass der Trailer in seiner Länge nicht zu viel verrät. Zeigt mir genug über die Stimmung. Ich mag den Look, ich mag den Schnitt, ich mag die Musik. Der Film hat insgesamt nur 105 Minuten Lauflänge. Also hat er vielleicht in der Kürze die Würze drin. Und ein Regiedebüt kann immer eine Überraschung sein. Vor allem von Drehbuchautoren, die im Grunde sehr an der Geschichte hängen und wissen, wie sie sie vielleicht erzählen wollen. Kurzum, ich finde den Trailer spannend, bin gespannt auf The Outfit. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.